Er ist auch einer, der überlebt bis zum Schluss. Er ist der Norweger, der mit dem. Der Norweger, der aus dem Hubschrauber schießt. Mhm. Und im Grunde, diese Szene, dieser Übergang zu dem Original, war der Hauptgrund, warum ich diesen Film sehen wollte, muss ich sagen. Deswegen ist Lars auch mein absoluter Held in diesem Film, obwohl er relativ wenig Screentime hat. Ja. Und genau, das Tollste eigentlich, finde ich, beim Schluss ist, dass der Originalscore vom Original von Morricone nochmal gespielt wird. Also dieses Dum-Dum. Dum-Dum. Das ist toll. Also das weckt nochmal richtig schöne Erinnerungen an das Original. Ja. Also. Und von Lars hätten wir gerne Spin-off eigentlich, so seine Abenteuer vor dieser norwegischen Basis irgendwie, also vor dieser norwegischen Forschungsstation. Oder allgemein, was Lars gemacht hat, wenn er, die Amerikaner haben ihn, er ist mit keine Ahnung, irgendeinem anderen Norweger, ist er zu einem Amerikaner gegangen, die in einem Schuppen reingesperrt waren, um ihn zurückzuholen, und als sie dann da waren, waren die Amerikaner weg. Mhm. Dann haben die Amerikaner ihn gefunden und ihm die Waffen abgenommen und ihn entführt. Und dann ist er tauscht eine ganze Zeit im Film nicht wieder auf und es ist unklar, ob er tot ist, ob die Amerikaner von dem Ding überwältigt wurden, ob die das Ding sind. Mhm. Er taucht relativ spät erst wieder auf und eigentlich taucht er erst am Ende wieder auf, wenn er auf den zurückkommenden Hubschrauber schießt. Also das ist ein Teil der Story gewesen, dass der Hubschrauber abwesend war, weil er aufgetankt wurde oder so. Und dann kommt der Pilot von dem Hubschrauber zurück und Lars schießt erstmal auf den Hubschrauber. Und damit ist das letzte Drittel des Films, sage ich jetzt mal, ist er einfach nicht da. Was in der Zeit passiert ist, wäre wohl interessant zu sehen. Hm. Tja. Also, das ist Urteil. Also, wir beide finden, er ist unnötig, der Film. Also, man braucht ihn nicht unbedingt, weil das Original ist gut genug. Und ich finde, er ist unterhaltsam, aber nicht großartig. Das ist meine Meinung. Das ist richtig. Also großartig hätte ich auch nicht gesagt, aber... Du hast gesagt gut. Ich habe gesagt gut, ja. Weil wenn er für mich unterhält, ist er im Grunde gut. Wobei, ich gucke mir auch die Boy-Filme an und ich weiß, dass sie schlecht sind, weil sie mich unterhalten mich trotzdem, einfach weil sie so schlecht sind. Aber der Film ist gut, weil er ist nämlich nicht schlecht und er ist auch nicht Durchschnitt, er unterhält mich, er hat viele gute Szenen, er hat ein paar schlechte Szenen, ein paar absolut dämliche Szenen, aber das ist normal. Er ist nicht herausragend, aber ich finde ihn schon gut. Mhm. Ja, und mich stört halt, wie gesagt, das Dingsens, also mit, Zeit für Trailer und Filme, die wir sonst geguckt haben und sowas. Also, wir waren auch zusammen in Real Steel und Killer Elite, die beide besser sind, als der äußere Anschein erstmal vermuten lässt. Und wir hatten eigentlich nicht so viel dazu zu sagen trotzdem. Ja, gerade bei Killer Elite sind wir mit einer völlig falschen Erwartung in den Film eingegangen, weil wir einen platten Actionfilm erwartet haben. Ja. Ist er absolut nicht. Er hatte sogar recht emotionale Tiefe eigentlich und zwar dadurch, dass der Hauptcharakter, ein Auftragskiller, aus dem Geschäft aussteigen wollte und es nicht konnte durch Er war ja zwischendurch schon ausgestiegen wurde zurückgeholt. Ja, wenn du zurückgeholt wirst, dann kannst du nicht aussteigen. Also, doch. Er wollte aussteigen, nein, er ist nicht ausgestiegen direkt. Ja, also wenn er wieder anfängt, dann ist er nicht ausgestiegen. Das ist genauso wie wenn ein Alkoholiker wieder anfängt, also einer, der nicht mehr Alkohol trinkt, wieder anfängt. Dann ist er kein Abstinenzler. Ein Alkoholiker ist ja auch eine Krankheit. Der ist dann, ja, klar. Er ist immer noch krank, auch wenn er kein Alkohol mehr trinkt. Okay. Gut, irgendwie, also ich lass mal die. Gut, man kann ja auch sagen, dass ein Killer krank ist, aber. Ja. Auf jeden Fall, das war sehr cool eigentlich. Und der Film spielt in den 80ern, sieht aus, als ob er in den 80ern spielt, obwohl man es erstmal eine Zeit nicht merkt. In den 70ern. Anfang 80er. Ja, Ende 70er, Anfang 80er. Und der war cool vor allem, also wegen dem Hauptdarsteller-Trio Statham, De Niro und Owen, also Clive Owen, nicht Owen Wilson. Obwohl, das hätte einen coolen Film gemacht, glaube ich. Und vielleicht. Owen
Wilson sieht komisch aus in diesem Film. Also, aber ist gut. Also ist wirklich sehr empfehlenswert, vielleicht auf DVD, wenn er in die Videotheken kommt und sowas. Und ja, Reed Steele ist eigentlich so ein typischer Underdog, fast schon ein 80er-Jahre-Sports-Movie. Es hätte zum Schluss nur noch gefehlt, dass langsam einer anfängt zu klatschen und alle mit einsteigen. Ja. Aber ansonsten war der auch sehr viel besser als erwartet. Er hat auch wirklich gut unterhalten. Das hätte ich nicht gedacht. Also, dass er gut unterhält. Ja. Dass er trashig unterhält, davon bin ich ausgegangen. Das ist richtig. Also, der hat überraschend... Er war überraschend gut. Er war ja jetzt nicht das gut, was ich eben meinte, aber er war... Das Wort gut hat zu viele Bedeutung bei mir. Das sollte ich ändern. Ja. Das ist ein Homonym. Das bedeutet mehrere Dinge. Wir müssen einen Vorsatz machen. Trashig gut. Trashig gut. Gut gut. Gut gut. Besser gut. Besser gut. Am besten gut. Non plus ultra gut. Super gut. Döner gut. Und ja, was hatten wir an Trailern gesehen? Ich kann mich kaum noch erinnern irgendwie. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ja. Wobei da war irgendwas. Sherlock Holmes war dabei. Ja. Ja, ich werde ihn sehen. Ich fand den ersten Teil gut. Welches gut meinst du? Gut, gut. Gut, gut. Wobei auch ein Spur Trash mit drin ist, aber das gehört dazu bei dem Film, finde ich. Ja. Okay, gut. Also bei dem Trailer muss ich ehrlich sagen, er hat mich wie der erste Film nicht zum Lachen gebracht irgendwie so oder so zum Schmunzeln oder sowas. Aber ich werde ihn wahrscheinlich auch gucken. Und ich fand den ersten okay. Also wirklich okay, durchschnittlich. Aber mal sehen, vielleicht find ich den zweiten besser. Wir hatten, bei dem Ding hatten wir jetzt noch einen Trailer zu irgendeinem Horrorfilm, der mich überraschend, den ich überraschend gut fand, aber ja. Das Wort lasse ich mir nicht los. Das war nicht Shark Night, oder? Shark Night 3D. Das war nicht Shark Night. Aber trotzdem, wir können eben noch. Ein Trailer für Shark Night 3D. Eine Gruppe von Teenagern oder sowas, oder was weiß ich, oder Twins oder was auch immer, halt junge Menschen, junge attraktive Menschen, die irgendwas auf einer Insel feiern, irgendwie ein Wochenende oder sowas, auf einer Insel. Das Problem, auf einmal Killerhaie. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich meine, sie sind auf einer Insel oder sowas. Aber wenn Haie dein Problem sind, dann bleib dem Wasser fern, bleib auf der Insel und ruf um Hilfe. Ich meine, vielleicht sind im Film ja irgendwie die Telefone kaputt oder sowas, die Leitungen tot oder die Handys leer. Aber ich meine, das wird im Trailer nicht gezeigt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist deren Problem? Ja, also die haben wirklich keinen Grund, ins Wasser zu gehen im Trailer. Und selbst im Film hätten sie das nicht. Die könnten sich da vorbereiten und sich ein vernünftiges Floß basteln. Wobei wahrscheinlich sind das Killerhaie, die Floß ja, für sich lassen, aber... Das sind Biberhaie! Im Trailer wirkt es so, dass die Haie da sind und die trotzdem alle weiter ins Wasser rennen, als wenn das nicht wäre. Irgendwann haben die so einen Haikäfig, wenn die so einen Haikäfig haben, dann müssen die auch vernünftige Boote haben. Also das ist totaler Schwachsinn. Aber deshalb könnte er auch unterhaltsam werden. Ich werde ihn allerdings nicht im Kino gucken. Ich werde ihn definitiv nicht gucken. Ich werde ihn gucken, aber nicht im Kino. Also ich glaube, selbst das werde ich. Ich glaube, ich mache ein Double Feature draus mit Piranha 3D. Den habe ich immer noch nicht geguckt. Ich weiß auch noch nicht, welchen Film ich gerade meinte. Ja, Gott, was. Zu Anfang einen Trailer haben wir die ganze Zeit drüber noch gelabert, dass da irgendwas mit unsichtbaren Leuten greifen die Erde an oder sowas. Aber den Trailer hatte ich schon mal im Internet gesehen. Also. Was? Ja, wir haben da die ganze Zeit gelabert. Ja, wirklich. Außerirdische. Die wollen unsere Energie klauen. Also, die klauen unsere Energie. Die klauen unsere Jobs. Nein, also die wollen wirklich, die sind auf. Die suchen, die wollen Energie. Weil davon ernähren die sich oder sowas. Bist du sicher, dass wir davon geredet haben? Nein, wir haben nicht davon geredet, wir haben den Trailer gesehen, aber wir haben nebenbei geredet und deshalb den Trailer nicht mehr. Deswegen, das mag sein, deswegen sagt mir das nämlich gar nicht. Das ja, ja. Sein. Aber den haben wir auch, den haben sie gezeigt. Halt. Das war der erste, der gezeigt wurde. Und da war ich enttäuscht, weil das zuerst interessant, außer dann mir aber einfiel, nee, Mist, das hast du ja schon mal gesehen. Und darum habe ich auch nicht irgendwie unser Gespräch unterbrochen.